Gott, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz des LASK im Anschluss an die 30. Runde der Admiral-Bundesliga. Hier im Allianz-Stadion gibt es zwischen dem SK Rapid Wien und dem LASK ein 1:1. Und am Podium begrüßen darf ich unseren Cheftrainer Didi Kübauer. Didi, bitte um dein Statement zum Spiel. Ja, das Spiel selbst hat natürlich ein bisschen unglücklich angefangen, wenn man noch nicht einmal Minuten in Rückstand gerät. Haben dann eigentlich erste Halbzeit, wo wir die bessere Mannschaft, wo uns dann auch ein Tor bekannt worden ist und wo wir wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Und Rapid eigentlich, wie eigentlich das gesamte Spiel nur im Umschalten, irgendwas machen hat können. Und zweite Halbzeit war es dann komischerweise von meiner Mannschaft so, dass wir eigentlich gemeint haben, wir müssen es unterstützen im Umschaltspiel und das ist uns wirklich gut gelungen. Aber zum Glück war der Tobi Laval heute echt sehr, sehr gut, weil es uns jetzt du hast schon früher sein können, dass wir in Rückstand geraten wären, höher und Burgisch verschießt den ÖVA zum Glück, würde ich sagen. Und trotzdem hat dann hinten raus die Mannschaft schon noch versucht zurückzukommen und ist uns das Tor geglückt. Und ich würde sagen, dadurch ist die Saison eine wirklich sehr, sehr gute Saison und bin wirklich auf die Mannschaft sehr stolz, wenn man noch zwei Runden vor Ende der Saison 10 Punkte vor Rapid steht. Und macht mir wirklich eine Riesenfreude. Nicht, dass wir 10 Punkte vor Rapid sind, sondern dass sie den dritten Platz haben. Danke, Didi. Dann beginnen wir mit euren Fragen. Herbert Buhmann von Ligaportal. Didi, es klang so ein bisschen raus, eben das Tor aberkannt, zu Unrecht. Wie hast du die VAR-Entscheidung gesehen? Ich stehe nicht daneben. Also, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Also, aber ich glaube, auf der Trainerbank haben sie gesagt, dass es wahrscheinlich Abseits war da was, aber grundsätzlich will ich da nichts mehr dazu sagen, weil das ist ja jede Woche so. Aber, und es geht jetzt nicht um das. Entscheidend ist das, dass wir heute da den Punkt gemacht haben. Andererseits hat der Austria jetzt auch X gespielt, also war es wurscht gewesen, aber wir wollten noch hier nicht verlieren und das ist uns gelungen. Nachfrage noch zum Tobias Laval, du hast ihn erwähnt, eine ganz starke Leistung heute geboten. Wie wird denn das jetzt in den letzten zwei Spielen? Bekommt der Alex Schlager sein Abschiedsspiel oder planst du weiter mit Tobi? Na, wenn ich gewusst hätte, dass er so alt, hätte ich ihn früher reingekannt schon. Nicht? Das ist ganz klar. Nein, ich denke, Gassi hinterlässt sich eine Riesenlücke, würde ich sagen. Aber in Tobi sind es ja auch Spiele, wo ich sage, da geht es ja doch um was, würde ich sagen. Und er hat es jetzt eigentlich in den Spielen sehr gut gemacht. Und trotzdem muss man in Gassi an Respekt aussprechen, weil der einfach das so hinnimmt, beziehungsweise dass er den in Tobi unterstützt. Und das ist nicht immer so. Und deshalb freut es mich eigentlich für den Tobi riesig. Und die Größe vom Gassi muss man erwähnen. Aber kriegt er sein Spiel jetzt gegen Austria Wien vielleicht? Ja oder nein? Gut, weitere Fragen? Bitte um Handzeichen, so es so ist. Was alles du kein Standing mehr oder was? Du hast das Fazit, was gerade immer das ist. Platz 3 passt ganz einfach. Das ist mehr sogar, als du erwartet hast, oder ist es genau das, wo der LASK einzuordnen ist? Ich denke, dass Salzburg grundsätzlich heuer nicht so performt wie in den letzten Jahren. Sturm eine sehr gute Saison spielt, würde ich sagen. Und dann war es aber immer so meine Geschichte, dass ich gesagt habe, Rapid hat ja investiert in diese Saison. Austria ist immer wieder da und Klagenfurt macht es auch immer wieder brav. Und wir haben gesagt, wir wollen vorne dabei sein, wir wollen in Internsal spielen und dass wir es jetzt zwei Runden vor Ende geschafft haben, ist eine unglaublich gute Leistung meiner Mannschaft und deshalb bin ich zufrieden. Und zweiter Platz ist jetzt gleich, also Platz 3 sind wir fix dabei, haben wenig Spiele, würde ich sagen. Also wir haben nur die Chance auf die Euroleague und das ist, glaube ich, auch ein Ziel, wo wir sagen können, da ist auch noch alles offen. Aber zumindest wissen wir, dass ein Gerstleiner kommt. Weitere Fragen? Harald Bartl, Oberösterreichische Nachrichten, ganz kurz aufs Mikro warten. Eine Frage zum Thomas Golginger. Ist das ein bisschen auch so das Spiegelbild des LASK, dass man einfach so aufgestellt ist, dass der Golgi, wenn er reinkommt, dann das Tor macht und das ist ein sehr schwieriger Weg für ihn, auch zurück gewesen jetzt nach der Verletzung? Ja, das ist leider so. Ich meine, der Golgi ist ein Top-Profi, ein Top-Bursch und dass er uns dann heute das wichtige Tor geschossen hat, gefreut mich für ihn. Und natürlich, in den letzten Wochen ist es wirklich so, dass wir von der Bank echt wirklich nachlohnen können.
und kaum ein Qualitätsverlust haben. Natürlich muss ich schon dazu sagen, dass der eine oder andere Spieler jetzt nicht mehr auf diesem Niveau spielt wie zuvor. Aber trotzdem bin ich froh, dass die Spieler das annehmen, diese Ersatzrolle, und trotzdem, wenn sie reinkommen, alles versuchen. Und das ist auch eine gute Eigenschaft. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Kollege Huber vom Kurier. Didi, ich wollte noch nachfragen, weil du den Tobi Laval und seine starken Paraden erwähnt hast. Ist er für dich auch deine Nummer 1 in der neuen Saison? Würdest du das jetzt schon festlegen wollen aufgrund seiner Leistungen? Festlegen tue ich gar nichts. Ich würde sagen, man macht sich schon Gedanken, warum man dann einen Torhüter reinstellt, würde ich sagen. Und wir haben aber wirklich zwei wirklich gute Torhüter, auch die was auch wirklich Qualität haben. Aber wenn er solche Spiele macht, ich meine, war es, glaube ich, für einen Trainer nicht die beste Entscheidung, wenn er sagen würde, er muss sich den Kampf stellen. Aber andererseits hat jeder Profi jedes Mal die besten Leistungen zu erbringen. Und das sprich, wenn wir die Vorbereitung haben, wird er wahrscheinlich jetzt vorn dabei sein, würde ich sagen. Aber das bedeutet nicht, dass ein Tormann dann einen Freiwurfschein hat. Aber das sind alle sehr clever, die Jungs, und deshalb machen wir da keine Sorgen. Gut. Machen wir Herbert Pumann in der ersten Reihe. Vielleicht noch was jetzt im Frühjahr fast schon zum Qualitätsmerkmal vom LAS geworden ist. Ich kann mich erinnern, auch Robert Schuri hat es vorhin nochmal bestätigt, er sagt, wir sind kritisiert worden im Herbst, dass wir späte Gegentore bekommen. Jetzt schießt er immer wieder späte Gegentore im Frühjahr. Er sagt, das hätte man sich auch zu Herzen genommen, gerade in der Pause, in der Vorbereitung. Wie siehst du die jetzt, diese Kapecker-Qualität? Gut, ich habe immer gesagt, also wir haben genügend Qualität, oder wir haben eine gute Mannschaft, die was immer wieder zurückkommen kann. Das haben sie ja heute auch bewiesen. Natürlich haben wir das nötige Glück auch gehabt, würde ich sagen, weil nicht, weil Rapid so stark war, das muss ich jetzt ganz klar erwähnen, sondern weil wir es einer leicht gemacht haben. Also es war jetzt nicht so, dass Rapid uns nur annähernd an die Wand spülen hätte können. Wir haben ihnen die Räume gegeben. Und das ist mittlerweile so, dass du fußballisch kennst, dir nicht wirklich großartig wehtun in dieser Saison, würde ich sagen. Und deshalb hätte schon herstehen können, so ehrlich müssen wir auch sein. Aber ich denke, deshalb hat man ja einen Tormann und deshalb hat man einen Schulrobert nach dem Spiel, der was das dann sagt. Aber ich glaube, heute müssen wir schon ein bisschen in die Kirche reingehen und sagen, danke Tobi, aber trotz allem komme ich wieder zurück. Gut, wunderbar. Eine Abschlussfrage vielleicht noch, ich sehe aber kein Anzeichen mehr, dann sage ich in diesem Sinne vielen Dank fürs Dabeisein und bis nächste Saison.